In diesem Video geht es um die besten YouTube-Videos, die ihr zu Pössl-Fahrzeugen im Internet findet. Sonntagmittag, 1. Advent. Bei diesem kalten Wetter, was macht man Besseres als YouTube-Videos zu gucken? Und dank einem Hinweis von Asabi, der dieses öffentliche Video von uns erbeten hat, zeigen wir euch heute 14 Pössl-Videos. Und zwar die Videos, die zu den Fahrzeugen der D-Line passen. In diesem Katalog gibt es ja die unterschiedlichsten D-Line-Modelle. Hier sind sie alle mit aufgeführt. Und neben diesem Bildmaterial, was in dem Katalog ist, gibt es eben bei YouTube wahnsinnig viele an interessanten Videos, die eben genau diese Fahrzeuge erklären. Die Menge der Videos, die man unter den Stichworten bei YouTube finden kann, ist so groß, dass ich euch helfe, die richtigen hier ausfindig zu machen. Und die meisten sind gar nicht von uns. Mittlerweile gibt es YouTuber, die sich dem Camping hingezogen fühlen. Mittlerweile gibt es Händler, die das Thema Wohnmobil in Szene setzen für diese Pössl-Fahrzeuge. Und es gibt zunehmend auch stolze Pössl-Besitzer, die eben ihr persönliches Fahrzeug darstellen und eben darlegen, wieso sie genau das gekauft haben. Und für euch als Kaufinteressenten ist, glaube ich, genau das auch ein wichtiges Medium, um quasi diesen Fahrzeugen ein bisschen näher zu kommen, um auch eben auf den Besuch bei einem Händler zu verzichten, die gesamten Fahrzeuge dann eigenständig zu besteigen. Und vielleicht fangen wir mal an. Ich habe mir so eine kleine Liste zusammengestellt, eben dieser 14 Fahrzeuge. Als erstes kommen wir mal zum Paul Kramer. Der ist vom YouTube-Kanal VideoCheck und hat den 2WIN-R, also das Raumbadmodell, dargestellt und hat dieses Fahrzeug eben in Szene gesetzt. Also, Film ab! Also man hat Kniefreiheit für die Beine, man kann hier in Ruhe duschen. Hier ist nochmal ein extra Duschvorhang mit drinne, so dass der Rest vom Badezimmer nicht nass wird. Und natürlich kann man sich hier auch komplett einmal abschotten. Baugleich wie der 2WIN ist eben auch der Globescout und den Globescout Plus, jetzt nicht in R-Version, das Video kennt ihr sicherlich, hat ja der Mike von uns von Pössl Online gekauft und eben hier dargestellt, wieso er das Fahrzeug bevorzugt. Vielleicht gucken wir noch mal in den Kofferraum rein. Kofferraum, komischer Ansatz. Man Kofferraum. Nimmt ja keine Koffer mit in den Campingurlaub, aber Heckstauraum. Heckstauraum. Ein sehr gutes Video zum jetzt 2WIN gibt es eben auch vom Freistaat. Freistaat TV unten Glücksmobile, die sitzen bei Sulzemoos, erklären in ganz verkäuferischer Manier, aber dennoch sympathisch vom Holger Reinbold, wieso der 2WIN Plus eben der Bestseller von Pössl ist und wieso dieses Fahrzeug so hervorragend vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Aber für 39.999 Euro kriegt ihr nirgendwo mehr fürs Geld. Eine fantastische Sonderausstattung, die keinen Cent Aufpreis kostet. Ich zeige euch alles. Nicht verschweigen wollen wir, dass wir auch einen Film gemacht haben mit dem 2WIN, aber es ist mehr eine Einweisung. Der Timo von Pössl Center in Metzingen hat uns das Fahrzeug in einem sehr langen Video eben erklärt und wer tiefer einsteigen möchte, um zu verstehen, wie das ganze Fahrzeug bedient wird, dem sei eben genau dieses Video empfohlen. Hier empfiehlt es sich, wie wir jetzt gerade auch haben, eine Tür offen zu halten, damit das Dach einfach auch die nötige Luft kriegt, um sich aufzustellen. Kommen wir zur längeren Gattung, der Pössl Kastenwagen mit diesem H2-Dach, also mit einer Höhe von 2,56 Meter. Der Aki von Fan Van oder im richtigen Leben heißt der Thomas Lengsfeld, hat eben diesen Rotcruiser gekauft. Kurz bevor er ihn gekauft hat, hat er eben auch in diesem kleinen Video dargestellt, was für ihn die herausragenden Merkmale sind. Also empfohlen sei dieses Video zum Rotcruiser bzw. zum Scamp Scout mit dem Raumbad. Nicht Rotcruiser, sondern Scamp Scout. Vom Rest her, muss ich sagen, flasht mich das Auto weg. Ne? Und deswegen Daumen nach oben, ich sitze in meinem Auto. Ein Globescout B hat der Kai Borstendorfer. Und sicherlich kennt ihr Travel Camping Living. Und nach 14.000 Kilometern und
14 Monaten hat eben der Kai ein Fazit gezogen, wieso er speziell dieses Auto bevorzugt und was für ihn die Vorteile daran sind. Also guter Film hier. Das ist Zottel im Hintergrund und mit dem war ich unterwegs, 14 Monate lang, knapp 30.000 Kilometer. Und jetzt stellt sich die Frage, wie sieht das Fazit aus? Sicher, Zottel geht gut durch sämtliche Kurven, die wir gefahren sind, von Serpentinen über schnell gefahrene, langgezogene Kurven. Das Fahrwerk macht da einiges mit und ja, im Prinzip ist es relativ sportlich ausgelegt. Kommen wir zu den kürzesten Modellen in der D-Line, zu den 540ern. Da gibt es dieses Modell mit einem klassischen Bart. Und da soll ich mal das Video von Togo Reisemobile. Die Sabina Günther erklärt ganz gut, wieso dieses Fahrzeug eben ein vorzügliches Auto ist. Farbe, wie es Ihnen am besten gefällt. Gibt es alles, was ein Reisemobil braucht. Alle Personalfahrzeuge aus der Serie D-Line, also zu denen gehören auch die Roadcamp, sind serienmäßig ausgestattet mit den Plissé-Rollos für die Seitenfenster, mit den Plissés für die Frontscheiben, damit niemand hineinschauen kann und die Isolierung gegen Hitze und Kälte auch. Zwei, die eigentlich ein Lastrada fahren, aber sich zur Aufgabe gemacht haben, die unterschiedlichsten Modelle bei Händlern oder auf Messen darzustellen, sind Nora und Bertil von Camperklatsch. Also wir nehmen mal jetzt nur aus diesem Video den Teil raus, wo der Purcell Roadcamp R 540 dargestellt wird. Warm- oder Kaltwasserregelung nicht einstellen. Die müsst ihr euch vorher schon genau markieren, wie ihr es haben wollt. Macht aber nichts. Man kann duschen. Das ist die Hauptsache. Ja, du darfst ja nicht vergessen, ne? 5,40 Meter haben wir ja vorhin schon gesagt. Das, ich finde das toll. Ich finde das gut. Mir gefällt das gut. Es ist alles da. Es reicht aus. So sitzt es sich auf der Toilette. Leider habe ich keinen Film gefunden zum Roadster, der das wirklich in Videoform erklärt, aber es gibt dieses Video zum Roadster 611 von Ari Mack. Das ist quasi eine Zusammenstellung unterschiedlichster Fotos, dementsprechend aber als Video, als Diashow zusammengesetzt. Also wer dieses 6 Meter Fahrzeug mit Längsbetten, wen das interessiert, der sollte vielleicht hier machen. Aber auch die Firma Purcell ist nicht ganz untätig, was die Videoproduktion betrifft. Unter dem YouTube-Kanal Purcell Mobile haben wir hier den Globecar Globestar 640DK. Das steht für Dusche und Küche. Und separat ist quasi Bad und Toilette auf der rechten und auf der linken Seite im Fahrzeug und dahinter eben als Querschläfer auf 6,40 Meter insgesamt die Betten. Die Machart, die ich besonders gut finde und wem mag man es verdenken, ist, wenn jemand selbst von seinem Fahrzeug erklärt. Und wer könnte das besser als meine Frau Silke, die erklärt hat, wieso wir schon zum zweiten Mal den Revolution gekauft haben. Also, ich habe vor einigen Wochen dargestellt, wieso ich das Auto so dolle finde und wir den zweiten davon gekauft haben. Was sind denn deine Argumente? Also ich finde dieses Auto schön, allein von der Außenoptik. Also mir gefällt, ich habe übrigens auch das Grau ausgesucht, war mir ausnahmsweise mal wichtig. Ich wollte mal gerne ein Auto in Farbe haben und nicht immer nur dieses Weiß. Ich habe da, kann ich mir noch dazu holen und so habe ich echt eine riesen Arbeitsfläche, wo ich was machen kann. Ich kann Salat waschen, parallel was ablegen. Das finde ich echt sehr komfortabel. Ein großes Fahrzeug, aber eben noch nicht so lange am Markt, ist der Road Cruiser XL. Und Kai Borstendorfer hat in Bayern auf der Händlertagung noch vor dem Caravansalon 2019 eben dargestellt, was denn die Highlights dieses Fahrzeugs sind. Und ich zeige euch jetzt was Besonderes, den Road Cruiser XL. Und wenn ihr groß seid, sagen wir mal so 1,90 Meter bis 2 Meter, dann guckt euch das jetzt mal an. Vielleicht ist das ja was für euch. Vor dem Caravansalon auf der Händlertagung hat Reisemobile Dörr
das Sondermodell Trenta, also zum 30-jährigen Jubiläum von Pössl in Szene gesetzt. Leider ohne Ton, sondern mit Musik unterlegt, wird hier das Trenta-Modell auf 6,40 Meter erklärt. Also sowas wie ein aufgemotzter Roadcruiser. Und als letztes vielleicht zu einem recht selten verfügbaren Auto oder selten gesehenen Auto, das ist der Pössl P2 Relax. YouTuber Dirk Huslein und bekannt unter DieHuTV, der eigentlich ein clever fährt, hat sich zur Aufgabe gemacht, die unterschiedlichen Fahrzeuge, die ihn persönlich vielleicht interessieren könnten, in Szene zu setzen. Und hier hat er in Stuttgart eben dieses Modell ohne Dinette verfilmt. Immer wieder da und gucken uns den Pössl an. Welchen Pössl gucken wir uns denn jetzt überhaupt an? Einen P2 Relax. P2 Relax. Jo. Muss ich persönlich ganz sagen, habe ich noch nie gehört. So, dann haben wir hier noch, jetzt falle ich schon fast um. Kann man sich noch ein paar Gläser reinstellen. Rotwein. Ja, oder Wein. Hier kriegt man auf jeden Fall die Weingläser rein, das sehe ich schon. Das waren jetzt also die 14 Videos rein zur D-Line. Und eben auch einige von diesen Plus-Modellen, die wir mal in Szene gesetzt haben. Jedes der einzelnen Videos ist oben eben mit einer Information versehen, wo ihr unmittelbar auf der Pössl-Seite dieses eingebettete Video findet und dann dementsprechend auch nur diesen kleinen Teil daraus gucken müsst und nicht eben das ganze Video. Das Ganze eben auch ohne Werbung. Das funktioniert, wenn es eingebettet ist. Wenn ihr weiteres Interesse habt an dieser Art von Videos, zum Beispiel zu diesen 6 Summits, wir haben den Summit ja in 3 verschiedenen Längen und dann eben neuerdings eben auch noch in Prime-Ausstattung, dann suche ich gerne raus, was denn da die richtigen Videos sind, die am aussagekräftigsten sind. Wenn ihr Interesse an einer Fahrzeugberatung habt, wisst ihr ja, dass ihr uns bei Pössl Online jederzeit anrufen könnt und mit einem ausgiebigen Termin geben wir dann individuell eben auf eure Anforderungen ein und nach der Grundrissberatung geht es darum, das Zubehör, die Konfiguration eures Fahrzeugs so zusammenzustellen, dass ihr eben das für euch wichtige Zubehör erhaltet, aber auf Dinge verzichten könnt, die ihr selber macht oder die ihr auch preisgünstiger woanders bekommt. Also, bis dahin, ciao.